Wo geht's lang? Keine Ahnung, aber hier können Portale hin. Hier sollen wahrscheinlich Portale hin. Da unten geht's weiter. Ah, warte mal, da sind doch, Verdammt! Wo sind ein Portale hinten? Ach, da unten gibt's eins, okay. Ist hier was? Das sind Disks im Ach, da komme ich anscheinend nicht weiter. Wir müssen irgendwo eine Disk finden, ist wahrscheinlich hier drin irgendwo. Do not trust her. Also wenn ich auch sonst nichts verstehe, aber das verstehe ich. Do not eat the pie. Oder war das Cake? Cake oder Pie? Ich glaube Cake. Ich habe Strom gemacht, aber geht sofort wieder weg. Ah, warte mal, hier gibt's noch einen Hebel. Ah. Wir müssen beide. Ah, dafür ist also auch der, F. Countdown. Hat das irgendwas gemacht? Hä? Ja, die Tür ging auf. Ah. Jo. Cool. Glückwunsch zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das übrigens für einen Mann. Alles klar. So, also da waren wir und da wollen wir hin. Bye. Diese Strecke diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen seien. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Ach, ich weiß was. Warte. Ja. Spring da rein. Hey. Ist da irgendwas, irgendwie eine Fläche am Boden oder so? Irgendwas, was mir hilft? So? Ja! So kommen wir der Sache doch schon näher. Wisst ihr, was mich zum Lachen bringt? Der Gedanke, dass ihr damit aufhören könntet. Kann man nie dieselbe Scheiße nochmal machen? Jo, kann man. Anscheinend. Das kannst du sogar fast selber machen. Wo willst du denn hin? Da nehme ich an, ne? Jo. Nee, da werde ich wohl deine Hilfe brauchen. Ja. Ja, dezent verwirrend. Da muss ich, glaube ich, dorthin für. Ja. Ja, man ist. Nice. Ah, und jetzt bekommen wir eine Kugel. Die kannst du dann da unten placen. Jo. Wunderbar. Ich glaub, das war's. Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehr... Moment mal. Ihr seid ja gar keine Menschen. Ha, ha, ha. Kennt ihr schon den von der deaktivierten Remontageeinheit? Achso, hier müssen wir weit. Kamen wir von hier? Wir kamen von da, wir müssen da weiter. Das ist ein bisschen dulli, weil hier ist so eine Auflösungsplasma. Ah, ja gut, dann muss ich die Portale also hier hinsetzen. Du springst da rein und dann muss ich mir merken, welches Portal ich ersetze, nämlich das rote. Verdammt. Dann sagen wir das nochmal was. Ui. Ich will das als Bildschirmschoner. So. Oh. Ich hab den Knopf vergessen. Danke dafür auf jeden Fall, ein Lolli. Okay, let's go. Das hier? Nein. Scheiße. Ich warte noch kurz den Timer ab. Also das Rote muss ich versetzen. So. Na also, geht doch. Dann, jetzt, dann muss ich rechtzeitig das blaue hoch setzen. Muss noch den ja, diese Schräge. Also ich reise hier gerade durch den Hyperspace. Ja, lachen wir.
Jedes Versagen erinnert mich daran, wie es einst war. Doch da seid ihr, wieder da, ganz als wäre nichts geschehen. Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Warte, dafür reicht die Zeit nicht. Denk einfach, wie du überlegen bist. Savage, Alter. Du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Ich sehe da drüben was. Da müssen wir wieder durchspringen. Ja, wahrscheinlich müssen wir dann hier irgendwie wieder sowas machen. Ja, da kommt auf jeden Fall mal eine Kugel raus, aber wir müssen hier rüber. Ja. Geh dahin. Genau. Ach so, du hast nichts gesagt, aber du warst quasi schon soweit. Ja, ich hab schon ein bisschen vorbereitet. So, jetzt musst du den Knopf drücken. Du hast ihn jetzt mal hier draufgestellt, da rollt's nicht weg. Easy. Reicht mir das einfach hoch hier. Ah, jo. Alles klar. Recht hast du. Got it. Man muss die beide drücken, die haben einen Timer. Das heißt, ich muss das eine Portal versetzen, wenn du im Rückflug bist. Du musst das rote versetzen. Yep. Ich muss einmal das rote versetzen. Ich hab Scheiße gebaut. Ja, egal, du fliegst zwischen den beiden Knöpfen hin und her. Drück mal Tab. Achso. Ich kann jetzt einfach die Knöpfe drücken, nice. Jo. Ja, super. Huh. What the fuck? Jongliertest beginnt in 3. Was? 2, 1. Das war jetzt unerwartet. Flup, flup, flup. Oh, er hat es kaputt gemacht. Ich hab's cooler gemacht. Euch interessiert das, was draußen passiert, gar nicht, oder? Ah, das ist so ein Katapult. Yep. Ja, what the fuck? Wie geil das aussieht! Oh, du zuerst, wa? Geh du als Erste. Geh du doch einfach durch und dann nicht danach. Da oben ist noch eine Fläche, gegen die man dann gegenklatschen würde. Das geht bestimmt noch irgendwie weiter, wenn einer drüben ist. Lol. Ah, warte, da gibt's dann... Ja, von hier aus kann ich jetzt wahrscheinlich... Nee. Hä? Ich muss hier eine Durchschleusung machen und jetzt kannst du dich ja durchschießen. So, und wenn kannst du... Du kannst jetzt zurücklaufen. Und dann setzt und du dein dunkles Portal. Meinst du das Lila, ne? Ja, dahin, ne? Ja. Das wäre mein Gedanke gewesen. Das sieht gut aus. Wie komme ich jetzt dahin? Das ist eine gute Frage. Komme ich von hier aus? Ah, warte, ich glaube, ich droppe einfach auf das Portal und dann fliege ich auch. Jo. Das sah cool aus. So, warte, hier ist noch ein Portal. Was irgendwie nirgendwo hinführt. Da hier ist eine Fläche. Ah, hier rausschießen, dann kommen wir da oben dran, genau. Genau, dann jetzt hier das Lila, ne? Moin, bye. Ab ihn. Bye. Penner. So, was machen wir jetzt damit? Schieß dich mal da durch mit dem Würfel. Und wieder runter. Voll unnötig, ich weiß, aber ich fand das irgendwie... Das hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber trotzdem cool, oder? Ja, aber das Ding ist, ich bin jetzt hier oben, du hast jetzt einen neuen Cube, du kannst mir dann einfach passen. Wie hüpf. So nice. Gut, dann muss ich jetzt wohl da durch. Ja gut, hier ist sowieso eine Fläche. Ah, und ich kann dich jetzt hier durchschleusen. Wisst ihr, wer nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänze aufführt? Menschen. Und genau so seht ihr gerade aus. Das wird jetzt wahrscheinlich so eine Geschichte, wo wir dann im Flug schon selber unsere Portals replacen müssen. Das kann gut sein, ja. Und gucken, was da abgeht. Ja, hier ist ein Katapult. Ein Katapult. Die Frage ist, was bringt das Katapult? Du schießt wahrscheinlich in diese Richtung dort. Das heißt, wenn ich das jetzt so mache... Ah, okay, nice. Das sieht doch gut aus.
Dann kommst du da rüber. Ja, nur. So ja, ähnlich, ich bin wieder am Anfang. Anders. Ich habe mir nicht gemerkt, welches Portal wo ist. Ich habe einfach random geschossen. So, also, das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich brauche. Zuerst das rote drüben, dann das gelbe. Erst das rote hier. Und dann das gelbe dort? Nee. Doch. Wo bin ich hier? In den Zwischenraum. Also das Ding ist das richtig? Also ich überlaufen können, ne? Das war richtig, Monka S. Wenn da durch. Das müssen wir irgendwie mit einem Cube oder so machen. Da oben ist wahrscheinlich. Aber ich habe mich cool gefühlt, solange es währte. Nice. Wo? Ah, warte, der kommt einfach da. So hier. Der kommt zu mir. Nice. LeBron James. Kommt der jetzt hier rein? Und jetzt machen wir den ganzen Spaß nochmal. So, du bist schon mal da. So, dafür müsste ich jetzt das hier machen und dann gleich beide Portale ganz schnell ersetzen. Oh, das wird bestimmt nix. Achso, du hast deine Portale schon dahin gesetzt. Okay, ich mach keine Experimente. Kannst du trotzdem replacen? Ich mach keine Experimente, setz deine Portale und dann komme ich rüber. Das Ding ist, wir werden es früher oder später werden wir das tatsächlich machen müssen. Wahrscheinlich, aber ich könnte jetzt erst darüber schießen und müsste dann noch das andere Portal vor mich setzen. Das ist ein bisschen sehr kurz, glaube ich.